Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Katawa Shoujo. Ja, wir sind immer hier, immer noch hier mit meinen ganzen Gästen, die ich ja seit letztem Mal habe, beziehungsweise ich habe zwei weitere dieses Mal und ja, aus dem Grund sollen die beiden sich jetzt erstmal vorstellen. Wer anfängt, überlasse ich den beiden. Jetzt gibt's Chaos. Ja, dann fange ich einfach mal an. Mahlzeit, ich bin Julie, auch Let's Playerin und jetzt spontan in die Aufnahme mit reingestolpert. Ja, ich bin's, eure Haruka Atake, mal wieder. Ich mache hauptsächlich Speed Arts und beim letzten Mal gab es ein paar Probleme, deswegen war ich beim letzten Mal noch nicht dabei, aber jetzt. Genau, wunderbar, so dass wir jetzt wirklich eine schöne Truppe zusammen haben. Und beim letzten Mal, ja, haben wir ja hier unsere beiden hübschen Mädels gehabt, die uns unbedingt in den, ja, in den Schülerrat hineinbringen wollten, notfalls mit Gewalt. Und ja, wir haben ein bisschen Spiele gespielt, beziehungsweise eigentlich ein Spiel, nämlich Risiko. Und ja, jetzt sind wir vor der Entscheidung stehen geblieben. Letztes Mal, wollen wir angreifen oder wollen wir lieber defensiver spielen, um das Ganze noch rumzureißen? Ja, die Entscheidung war zwar eigentlich bereits gefallen, aber ich bin so nett und lasse den beiden Neuen auch noch mal ihre Meinung sagen. Vielleicht ändert sich ja noch was. Ja. Also ich persönlich bin ja immer so der defensivere Part, ne? Ich hab's nicht so damit voll drauf zu hauen. Deswegen würde ich auch in diesem Fall eher defensiv machen. Dann das heißt, es hängt jetzt nur noch an Haruka, weil dann sind wir jetzt sozusagen wieder patt. Ja, das ist immer schwierig. Also, ich würde auch mehr jetzt defensiv spielen, aber ich weiß nicht, bei dem Text, dann klingt das immer so, ja, wenn du das machst, dann ist es ja erst recht so, deswegen würde ich in Angriff gehen. Okay, das heißt, wir sind im Endeffekt wieder bei der Entscheidung, die wir bereits getroffen hatten letztes Mal. Wir werden angreifen. Gut. Hau drauf. Dann hauen wir mal drauf. Jetzt fetz. Entweder ist das Sport oder ein Trick. Allerdings habe ich nichts zu verlieren. Ich könnte es ebenso mit etwas anderem probieren. Vielleicht kann ich wieder die Kontrolle übernehmen, wenn ich meine Truppen nicht mehr konzentriere und stattdessen mehr Territorien erobere. Shizune scheint es immer nur auf ganze Nationen angelegt zu haben. Ich könnte meine Kontinente aufgeben und stattdessen mehrere kleine Länder übernehmen. Es ist ein Versuch wert. Ein paar Züge später habe ich das Spiel trotzdem verloren. Siegreich rückt Shizune ihre Brille zurecht und reckt sogar fast ein wenig verlegen ihre Faust in die Luft. Gewonnen, gewonnen, Hätte ich auch so verstanden. yay! Schau nicht so traurig rein, Nichan. Du hast wirklich dein Bestes gegeben, finde ich. Nur manchmal ist es eben nicht gut genug. Wenn das irgendjemand versteht, dann bist du, bin ich das. Dafür, dass du das Spiel heute zum ersten Mal gespielt hast, warst du ziemlich gut. Hichan, du hast gleichzeitig Island und Nordamerika angegriffen. Das war ein sehr gewagter Zug. Shishan ist beeindruckt. Ich glaube, du meinst Island. Island, genau. Ich bin in Amerika geboren, ja. Ich sag Island. Nicht so schlimm. Wahre Größe zeigt sich darin, dass man Wagemut zeigt und damit sein Ziel erreicht. Und die eine Hälfte hast du schon geschafft. Ist das nicht toll, Hichan? Allerdings genügt das nicht. Potenzial alleine genügt noch nicht. Wenn du nicht den ersten Schritt tust und all die Schritte danach, dann ist alles Potenzial verschwendet. Ich erwarte mehr von dir. Du hast recht, Hichan, aber das ist so anstrengend. Shizune lehnt sich nach vorne. Sie sieht auf einmal weniger verspielt aus und mehr wie die ernsthafte Person, für die ich sie ganz am Anfang gehalten habe. Hichan, würdest du gerne dem Schülerrat beitreten? Shizune verschwendet wirklich keine Zeit, nicht wahr? Aber es ist eben erst mal ein zweiter Tag an dieser Schule. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon so auf so etwas festlegen sollte. Ich habe mir noch nicht einmal einen der anderen Clubs angeschaut. Ich glaube nicht, dass ich Probleme damit hätte, Zeit mit Shizune und Mischa zu verbringen, aber ich brauche noch Bedenkzeit. Vielleicht. Ich werde mich bei euch melden.
Okay, Hichan. Aber ich hoffe, dass du das nicht nur sagst, um es hinzuhalten. Nein, tue ich nicht. Wirklich? Hichan, was du da sagst, muss die Wahrheit sein. Ganz definitiv die Wahrheit. Und es darf da keine Missverständnisse geben. Ich weiß, ich weiß. Ich bin mir zumindest sicher, dass ich eine Revanche haben will für die Niederlage gerade. Chisune lächelt schelmisch bei diesen Worten. Ist gut, Carsten. Fühlt sich an, als würde sie gerade das Messer noch einmal in meiner Wunde herumdrehen. Ich finde das Gesicht so süß. Das sieht irgendwie krank aus. Na egal. Herrlich. Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand und bemerke, dass ich länger mit Ihnen gespielt habe, als ich dachte. Sorry, aber ich glaube, ich muss los. Ich wollte noch in der Bibliothek vorbeischauen. Die ist doch noch offen, oder? Shizune kratzt sich am Kopf und zeigt Mischa dann etwas an. Ist meine Frage eine solche Herausforderung? Gleich an der Wand hängt doch eine Uhr. Sie sollte offen sein, es sei denn, die Bibliothekarin ist nicht da. Ich glaube, du hast recht, Chitan. Wir glauben, dass die Bibliothek noch offen ist. Sie liegt im zweiten Stock, du kannst sie nicht verfehlen. Wir können sie dir zeigen, wenn du magst. Nein, danke. Ich finde schon hin. Wir sehen uns dann morgen. Bye, bye! Ein Stockwerk höher stehe ich vor einem Problem. Der Flur der zweiten Etage ist eine exakte Kopie des Flurs der dritten Etage. Er ist natürlich breit und so schlicht, wie Flure eben sind. Das Problem ist, dass die Bibliothek nicht so leicht ausfindig zu machen ist, wie gedacht. Die Türen zu den Klassenzimmern erkennt man an den Schildern, auf denen die Namen ihrer Klassen stehen. Aber da ist noch eine ganze Reihe anderer Türen ohne jedes Schild. Ist hinter einer von ihnen die Bibliothek? Oder am Ende des Flurs? Ich tippe auf Letzteres und gehe einfach drauf los. Hinter der Ecke fällt mir eine Tür ins Auge, weil sie nur angelehnt ist. Sie ist nur ein Spalt weit geöffnet, mehr kann ich nicht erkennen. Bei einer Bibliothek würde ich erwarten, dass sie sperrangelweit und einladend offen steht. Tut die sich jetzt zwar nicht, aber immerhin etwas. Weiter. Zumindest bedeutet das wohl, dass jemand drin ist, den ich nach dem Weg fragen kann, auch wenn es peinlich ist. Vorsichtig drücke ich die Tür mit den Fingerspitzen auf. Meine Muskeln sind angespannt. Ich bin bereit, die Hand sofort wieder zurückzuziehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich an dieser Schule immer noch nur ein Gast bin. Unwillkürlich habe ich Angst, dass ich etwas Falsches tue, wenn ich den Raum betrete. Die Tür knarrt zäh, ein wenig wie ein Schlafender, der im Schlaf stöhnt. Aber sie geht leichter auf als gedacht. Ich beuge mich vor und stecke den Kopf durch die Tür, um einen Blick in den Raum zu werfen. Das vorsichtige Hallo, das ich mir zurechtgelegt habe, will mir aber nicht über die Lippen kommen. Oh, das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Ohne zu überlegen, öffne ich die Tür und versuche den Anblick, der sich mir bietet, zu begreifen. Eine verlassene Person inmitten eines verlassenen Raumes. Ich kann nichts sagen, ich stehe nur da in der Tür und schaue dieses wunderschöne Mädchen an. Sie scheint sich auch selber Zeit genommen zu haben, um die Situation zu erfassen. Mit Bedacht setzt sie ihre Teetasse ab und öffnet ihre Augen, schaut mich aber nicht an. Hallo, kann ich dir helfen? Sie schaut nur nach vorne, nicht ihre Worte scheinen die Stille zu durchbrechen, sondern ihre Lippen. Es ist aber ihre Stimme, sanft und getragen, die mir bewusst macht, dass da tatsächlich ein menschliches Wesen sitzt. Sie ist nicht nur das wohl größte Mädchen, das ich je gesehen habe, ich kann sie auch mit keinem ausländischen Mädchen, das ich je kennengelernt habe, vergleichen. Hallo, tut mir leid, wenn ich störe, ich habe mich nur ein bisschen verlaufen. Das Mädchen nimmt sich einen Moment Zeit, bevor sie darauf antwortet. Sie scheint wohl alles, was sie tut, sorgfältig zu planen. Magst du Platz nehmen? Nicht unbedingt das, was man jemandem anbietet, der ungefragt in den Raum platzt. Danke. Langsam gehe ich zu dem Stuhl, der ihr gegenübersteht. Das Mädchen stellt Teetasse und Untertasse zwischen uns auf dem Tisch ab. Dass sie meinen Bewegungen nicht folgt und dass ihre Augen leicht getrübt sind, spricht für sich. Sie ist wohl zumindest teilweise blind wie Kenji. Wenn ich darüber nachdenke, sprach sie auch ohne erkennbaren Akzent. Sie ist wohl Halbjapanerin. Ihre Fassung bringt mich ein wenig aus der Ruhe, aber sie strahlt eine solche Gelassenheit aus, dass die Stille zwischen uns kein bisschen unangenehm ist.
Diese beruhigende Atmosphäre ist so ganz anders als im Schülerratsraum. Ich nehme an, dass du ein neuer Schüler hier an der Yamaku bist. Ja, ich bin erst gestern hier angekommen. Mich beschleicht das Gefühl, dass meine eigene Sprache nicht zu ihrer Förmlichkeit passt. Vor allem, als sie sich zur Begrüßung zurückhaltend und gemessen verbeugt. Ich will es ihr gleich tun, bevor mir auffällt, wie sinnlos das wohl wäre. Ich bin Lili Sato. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hisao Nakai. Sie nickt kurz, bevor sie eine Geste ungefähr in Richtung der Teetasse macht. Hättest du gerne etwas zu trinken? Klar. So sehr es mich ärgert, ich kann mit ihrer Förmlichkeit nicht mithalten. Sie nickt freundlich, meine Bitte scheint ihr nichts auszumachen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, steht sie auf und wendet sich einem Regal zu, auf dem eine Reihe von Schachteln und Töpfen steht. Sie braut eine zweite Tasse. Hier und da tastet sie geschwind mit der linken Hand über die Seite der Behälter, mit denen sie arbeitet. Die Handgriffe sitzen. Sie scheint sie schon oft getan zu haben. Ich lehne mich zur Seite, um besser sehen zu können. Ich glaube, dass sie gerade mit ihren langen, anmutigen Fingern die richtige Menge Wasser abmisst. You. Es ist eine Sache, die Behinderungen meiner Klassenkameraden nur zu sehen, aber zu beobachten, mit welchen Mitteln sie damit zurechtkommen, eine völlig andere. Shizune und Misha haben keine Mühe, zusammenzuarbeiten, um mit mir zu kommunizieren. Auch Lili scheint Lösungen für Probleme gefunden zu haben, an die ich nie gedacht hätte. Ich fühle mich ein wenig schuldig, weil sie die ganze Arbeit macht, aber sie scheint es zu mögen, als Gastgeberin den Tee so zuzubereiten, wie es das Prozedere erfordert. Also... Ihre sanfte Stimme holt mich aus meinen Grübeleien. Nach welchem Rahmen hast du gesucht? Es kommt recht selten vor, dass nach Schulschluss noch jemand dieses Klassenzimmer aufsucht. Die Schulbibliothek, Shizuno, ich meine ein paar Klassenkameraden haben mir gesagt, sie sei im zweiten Stock. Sie gibt Wasser in die Teetasse und nickt. Am leisen, metallenen Ton aus der Tasse höre ich, dass sie den Tee umrührt. Wie die meisten Schüler hier kenne auch ich Fräulein Hakamichi. Wenn du in ihre Klasse gehst, wird es sich um die 3-3 handeln, nicht wahr? Das stimmt, bei Herrn Muto im Naturwissenschaftsraum. Sie lacht leise auf, legt den Teelöffel beiseite und geht langsam mit Tasse samt Untertasse in der Hand wieder zum Tisch. Er ist etwas seltsam, aber ich denke, du wirst ihn mögen. Die meisten mögen ihn. Sie stellt die Tasse auf den Tisch, dann nehme ich sie behutsam in die Hand. Ich bin zwar eher ein Kaffeetrinker, aber das lasse ich jetzt lieber unerwähnt. Ja, jetzt sehen wir auch unseren Hauptprotagonisten mal hier im Bild. Was für Visual Novels eigentlich relativ ungewöhnlich ist, aber in dieser hier sehen wir ihn. Er ist gar nicht rosa. Warum sollte er auch rosa sein? Wegen Flamingo. Ja, er ist ja auch nicht ich, ne? Gott, damit habe ich dir jetzt was angetan, ne? Ja, ich merke schon. Okay, weiter im Text. Der Tee riecht zumindest sehr angenehm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn nicht runterkriegen kann. Danke, Sato. Er schmeckt wirklich gut. Sie lächelt und winkt ab. Nenn mich ruhig Lilly. Kein Grund, so förmlich zu sein. Und das angesichts ihres so wohlgewählten Tons. Na dann. Ich schätze, ich sollte versuchen, noch etwas über sie zu erfahren. Ich komme mir ein wenig so vor, als ob ich mich nur bedienen lasse. Also, in welcher Klasse bist du? Bist du auch im 12. Schuljahr? Ganz richtig. Ich gehe in die Klasse 3-2. Unser Klassenzimmer ist auch im 3. Stockwerk. Frau Miyagi unterrichtet uns. Wir sind eine Klasse für blinde und sehbehinderte Schüler. Ah, ich sehe schon... Oh, ich meine, sorry. Ich könnte mich für diesen Fauxpas ohrfeigen, aber es scheint dir nicht das Geringste ausgemacht zu haben. Oh Jemini, du musst dich doch nicht wegen mir für deine Wortwahl entschuldigen. Oh, okay, entschuldige trotzdem. Man merkt leider, dass ich hier noch neu bin. Du hast eine große Veränderung hinter dir und bist plötzlich in einer fremden Umgebung. Niemand kann dir etwas ankreiden. Nicht alle, aber viele hier kommen mit ihrer Behinderung zurecht. In diese Kategorie fällt sie offensichtlich auch. Da mir dieses Thema ziemlich unangenehm ist, versuche ich es mit einem anderen. Kommst du oft zum Teetrinken hierher? Ist es wirklich schön hier?
Wenn ich so darüber nachdenke, dann ist dieser Raum für Sie vielleicht derselbe Ort, den ich damals hinter meiner alten Schule hatte. Ja, ich komme recht häufig in den Mittagspausen hierher. Als Klassensprecherin habe ich leider nicht genug Zeit für einen richtigen Schulclub. Dafür nutzten eine Freundin und ich diesen Raum zum Tee trinken. Klassensprecherin also. Ihre ganze Art widerspricht Shizunes Wesen vollkommen. Shizune ist sehr direkt und ehrgeizig. Lili scheint gelassen und ruhig zu sein, vielleicht sogar etwas unnahbar. Vielleicht wird sie mir unvoreingenommener erzählen können, wie die Clubs an dieser Schule so sind. Was gibt es denn hier für Clubs? Die beliebteren Clubs sind die Leichtathletikmannschaft, das Baseballteam und der Literarclub. Die Sportler trainieren mittags auf dem Sportplatz. Der Literaturclub ist in einem Zimmer in der Nähe der Bibliothek. Es gibt aber auch viele kleine Clubs, zum Beispiel für Kunst und Musik. Eigentlich will ich gar nicht sofort in einen Club eintreten. Ich muss erst mal irgendwie auf die Füße kommen. Ich frage mich, ob hier die gleichen Regeln gelten wie an meiner alten Schule. Muss man hier einem Club beitreten? Nein, das muss man nicht. Es ist lediglich erwünscht. Ah, in Ordnung, dann bin ich beruhigt. Es rutscht mir einfach so heraus, weil ich mich in ihrer Anwesenheit schon so entspannt habe. Aber das scheint sie zu amüsieren. Lilly widmet sich ihrem Tee. Weil ich nicht will, dass meiner kalt wird, trinke ich auch. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster über ihre Schulter hinweg. Rötliches Licht strömt in den Raum. Selbst hier steht die Zeit nicht still. Wie schnell die Zeit vergangen ist. Wie bitte? Stimmt ja, sie ist blind. Natürlich kann sie den Sonnenuntergang nicht sehen. Die Sonne scheint langsam unterzugehen. Sie sieht überrascht aus. Ich schätze, auch sie hat ihr Zeitgefühl verloren. Entschuldige, Hisao. Ich wollte dich nicht so lange davon abhalten, in die Bibliothek zu gehen. Ich will sofort ihre Bedenken zerstreuen. Nein, ist schon in Ordnung. Die Bibliothek ist doch noch offen, nicht wahr? Sie zögert und denkt einen Moment lang nach. Ich hätte wohl Shizune auch nach den Öffnungszeiten fragen sollen, aber Lili scheint es ebenfalls zu wissen. Das ist richtig. Sie ist an Wochentagen bis 6:30 geöffnet. Ein kurzer Blick auf meine Uhr zeigt mir, dass ich noch mehr als genug Zeit habe. Dann sollte ich jetzt wohl gehen. Es war sehr nett, mit dir zu reden, Lilly. Sie lächelt und nickt mir zu. Ihre Hände liegen immer noch sorgfältig übereinander gefaltet auf dem Tisch. Es war mir ein Vergnügen. Oh, wenn ich so darüber nachdenke, soll ich dir zeigen, wo die Bibliothek ist? Ich will dir nicht länger zur Last fallen. Ich denke, ich sollte sie schon selber finden. Zumindest, wenn mich mein Orientierungssinn nicht wieder im Stich lässt. Ach, was das sich zur Gewohnheit gemacht hat. Kenne ich. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte sowieso noch mit der Bibliothekarin sprechen. Ich könnte dich ihr vorstellen. Das Angebot kann ich wohl kaum ablehnen. Wenn du meinst, danke, das wäre toll. Sie steht auf, um mir zu folgen, und nimmt einen ausziehbaren Stock in die Hand, den sie durch die Schlaufen ihrer Schultasche gesteckt hatte. Im Vergleich zum Gehstock des Jungen aus meiner Klasse ist dieser hier schmaler und länger. Er benötigt ihn wohl als Gehhilfe, während Lilly ihn zur Orientierung braucht. Zusammen verlassen wir den ruhigen Raum und gehen durch den leeren Flur zur Bibliothek. Wir gehen Seite an Seite den Flur entlang. Ich gehe etwas langsamer und passe mich ihrer Geschwindigkeit an. Bald erreichen wir die Tür zur Bibliothek. Sie liegt anscheinend mitten in der Etage und nicht in einem der Flügel. Ladies first. Sie lächelt dankbar und betritt vor mir den Raum. Links des Eingangs ist der Ausleihschalter, nach rechts hin erstreckt sich die Bibliothek selbst. Sie ist um einiges größer als die Bibliothek meiner alten Schule. Der einzigartige Geruch alter Bücher verleiht diesem Ort eine fast schon altertümliche Atmosphäre. Es sieht nicht so aus, als ob hier gerade viele Schüler wären. Wenn man bedenkt, wie spät es ist, ist das kein Wunder. Sie sind wohl alle entweder auf dem Schulgelände oder in den Wohnheimen. Yoko, bist du hier? Es ist niemand in Sicht, mit dem sie reden könnte, aber natürlich kann Lili das nicht sehen. Zu meiner Überraschung gibt es trotzdem eine Reaktion. Irgendetwas stößt von unten gegen den Schalter, gefolgt von einem dumpfen Wimmern.
Autsch. Der Ursprung des Lärms, offensichtlich die Bibliothekarin, krabbelt unter dem Schalter hervor, schnellt hoch und stellt sich stocksteif vor uns auf. Hallo Lilly, wie kann ich dir helfen? Sie versucht vergeblich locker zu klingen und reibt sich dabei den Kopf. Guten Tag, was ist denn passiert? Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Das war nichts, ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Mein Radiergummi ist unter den Tisch gefallen. Als ich nach dem gesucht habe, ist mir auch noch mein Stift heruntergefallen. Und als ich dann nach beiden gesucht habe, bist du reingekommen, hast mich überrascht. Ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, ich konnte nicht wissen. Schon in Ordnung, ist gut, mach dir keine Sorgen. Das ist nicht so schlimm. Mir ist schon Schlimmeres passiert. Sie will auf jeden Fall vermeiden, dass Lilly sich bei ihr entschuldigen muss und ihr weismachen, es habe ja überhaupt nichts ausgemacht, bei dem Kopf gegen die Tischplatte zu stoßen. Ja, wirklich, schon Schlimmeres. Das Mädchen spielt nervös mit ihren Fingern, weil Lilly immer noch besorgt aussieht. Schließlich beginnt sie ohne ersichtlichen Grund, die Papiere auf dem Schalter zu sortieren. Sie ist etwas kleiner als Lilly und mit ihrer Brille, den Sommersprossen und dem bekümmerten Blick sieht sie wie eine typische Bibliothekarin aus. Ach, Lilly, hast du meine Nachricht erhalten? Nachricht. Oh, die zwei Buchimporte, die angekommen sind? Genau. Sie sind endlich angekommen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es so lange gedauert hat, aber... Mitten im Jubel, sicher auch darüber, dass sie erfolgreich das Thema gewechselt hat, bemerkt sie mich aus den Augenwinkeln. Sie erstarrt augenblicklich. Oh nein, tut mir leid, ich hab dich gar nicht bemerkt. Musst du ein Buch ausleihen oder eins zurückgeben? Tut mir leid. Es ist etwas irritierend, wie sie so urplötzlich von einem Extrem ins andere fallen kann. Wir sind zusammen hergekommen. Yoko, das ist Hisao, ein neuer Schüler. Hisao, das ist Yoko, die Schulbibliothekarin. Freut mich, dich kennenzulernen. Hisao, richtig? Hisao, freut mich auch, dich kennenzulernen, Hisao. Ich kann ihr den Versuch ansehen, meinen Namen in ihr Gedächtnis einzumeißeln, aber damit sie ihn nicht vergisst. Yoko hilft mir oft, Fremdsprachenbücher in Braille zu beschaffen. Vielleicht kannst du ja Hisao ein wenig über die Bibliothek erzählen? Auf Lillys arglosen Vorschlag reagiert Yoko mit einem Gesichtsausdruck nackten Terrors. Bitte, Lilly, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wofür er sich interessiert. Das ist zu viel Verantwortung. Ich verstehe zwar nicht, was für eine Verantwortung das sein soll, aber ihr Flehen ist so herzerweichend, dass ich ihr sofort glaube. Sie würde eher sterben, als mir zu sagen, wo ich hier die Light Novels finden kann. Aber... Also, gibt es hier viele Bücher in Braille? Ich versuche irgendwie, um uns aus der Situation zu retten, mit der erstbesten Frage, die mir einfällt. Scheint ein wenig aufzugehen. Yoko entspannt sich zwar nicht wirklich, sieht aber zumindest etwas weniger gequält aus. Nun ja, ich schätze etwa ein Drittel oder ein Viertel der Bücher in dieser Bibliothek sind entweder in Braille oder vertont. Ergibt Sinn bei all den blinden Schülern in dieser Schule. Wenn es nur das ist, warum ist diese Bibliothek denn dann so riesig? Wir kriegen regelmäßig neue Bücher, weil die Yamako so viele Förderer hat. Wird wohl der Grund sein. Sie geben mehr für neue Bücher aus als für mein Gehalt und ich muss sie dann alle einpflegen und sortieren. Oh. Das ist so anstrengend und sie sind auch so schwer. Ich wünschte, ich könnte kündigen. Oh. Eine unangenehme Stille folgt dieser Enthüllung. Ich werde mich dann mal etwas umsehen, wenn es dir nichts ausmacht. Es wird wohl das Beste für uns alle sein, wenn sie mir nichts mehr erzählt. Sehr schön. Yoko, inzwischen würde ich gerne die Bücher ausleihen, wenn es dir recht ist. Mein erster Eindruck war richtig. Die Bibliothek ist überraschend groß. Ich schlendere durch die engen Gänge und überfliege die Buchrücken. Ab und zu nehme ich ein Buch heraus, um den Klappentext zu lesen, und nehme es mit, wenn es sich interessant anhört.
Nach nur kurzer Zeit habe ich einen ansehnlichen Stapel Bücher in meinen Armen. Ich schätze, hier wird es mir an Auswahl nicht mangeln. Mir fällt auf, wie normal diese Bibliothek ist. Sicher, es sind viele Bücher in Großdruck oder in Braille darunter, aber es ist immer noch eine Bibliothek. Es ist, als ob die gelassene Atmosphäre aus dem Raum, in dem ich mit Lilly Tee getrunken habe, uns bis hierhin gefolgt ist, wenn sie nicht schon vorher hier war. Ich bin jedenfalls wieder genauso entspannt wie vorhin. Ich erreiche das Ende des Ganges und sehe einige Schreibtische, die man hier zum Lernen oder zum Lesen aufgestellt hat. Als ich aber etwas weiter nach hinten gehe, entdecke ich dort eine schöne, ruhige Ecke. Vereinzelt sitzen Schüler an den Tischen in der Bibliothek und lesen oder schlafen. Aber diese Ecke ist so ziemlich verlassen. Ich schaue mich um und sehe ein Mädchen, das ich kenne, auf einem der herumliegenden Sitzsäcke. Es ist das dunkelhaarige Mädchen aus meiner Klasse, das Mädchen, das vorhin aus dem Klassenzimmer geschlichen ist. Sie liest ein Buch und hält es sehr dicht vor ihr Gesicht, sodass es so aussieht, als wäre sie buchstäblich darin vertieft. Ich hatte sie nach dem heutigen Tag eher für eine Schwänzerin als für einen Bücherwurm gehalten. Ihr merkwürdiges Verschwinden mitten im Unterricht wirft alle möglichen Fragen auf. Langsam aber sicher erwacht mein Interesse und bevor ich mich versehe, gehe ich schon auf das mysteriöse, langhaarige Mädchen zu. Es wird schon nicht schaden, wenn ich mich ihr vorstelle, sie ist immerhin eine Klassenkameradin. Ich gehe zu einem anderen Sitzsack, nehme Platz und stelle meine Bücher neben mich auf den Boden. Das Mädchen erschrickt und schaut ängstlich unter ihren Fransen zu mir auf. Ich sehe sie zum ersten Mal von nahem. Unter ihren langen, dichten Fransen erkenne ich, dass ein Teil ihres Gesichts, ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte, ziemlich schlimm vernarbt ist. Unwillkürlich versuche ich zwischen ihren Fransen einen Blick auf ihre Narben zu erhaschen, bis ich ihr in die Augen sehe. Ich erschrecke mich und wende meinen Blick ab, sehe das Buch in ihren Händen an. Dann wird mir klar, dass das Wegsehen es vielleicht sogar noch schlimmer macht. Es dauert ein paar Sekunden zu lang, bis ich mich wieder gesammelt habe und mir einfällt, wieso ich eigentlich hier bin. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, an dem wir hier eine Entscheidung zu treffen haben. Die Entscheidung werde ich jetzt noch kurz vorlesen. Wir werden die Entscheidung selbst aber im nächsten Part dann erst treffen. Das werde ich jetzt mal so rum machen. Also was möglich ist, ist, ja, hallo, ich bin neu hier, Hisao Nakai, wir sind in derselben Klasse. Oder er sagt, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, um sich erstmal zu entschuldigen. Ja, welche Entscheidung unsere Gäste treffen werden, werden sie uns in den nächsten Part dann sagen. Was sie jetzt noch tun, ist wie immer ein bisschen was, ja, wie ihnen das so gefallen hat und was sie dazu zu sagen haben. Lasst mal frei raus. aber ein bisschen geordnet, natürlich. Bei so vielen Leuten. Ordnung, was ist das? Kann man das essen? Yummy! Ja. Ach, klappert einfach drauf los. Ihr werdet euch schon einigen. Ich lasse die alten Hasen vortreten. Ich bin jung! Ich würde sagen, John fängt an, der hat heute noch gar nichts gesagt. Genau. Ja, wir haben ja eine nette neue kennengelernt. Macht einen sehr höflichen Eindruck, auch super synchronisiert, muss ich an der Stelle mal sagen. Muss ich auch sagen, ja. Richtig. Danke. Ja, sehr nett. Und die Bibliothekarin, die wiegt auch ein bisschen durch den Wind, ja. auch irgendwie sympathisch. Also die beiden da, ja, lustig. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Jo. Der alte oder der junge Hase? wenn sich keiner entscheiden kann, dann mache ich mal. Also für die erste, ich sag mal, Sitzung finde ich das sehr interessant und sehr spaßig. Finde ich gut und ich finde es auch interessant, die Charaktere bekommen endlich mal, ich sag mal, richtige Stimmen im Gegensatz zum Let's Play, zum eigentlichen. Ja, stimmt, du hast ja das gesehen als einziges bis jetzt, genau. Ja, ich finde es gut, macht Spaß. Ja, dann würde ich als nächstes, es macht mir auch super viel Spaß, auch wenn es jetzt das erste Mal so, wo ich mitmache ist, aber ja, ich finde die Story bislang sehr interessant. Ich freue mich schon auf, wie es weitergeht und ja. Jo, und Cindy lässt wahrscheinlich jetzt wieder den üblichen Spruch raus. Was ist denn mein üblicher Spruch? Irgendwas mit Favorisieren und so ein Zeug. Keine Ahnung. Naja, abonnieren, favorisieren, dann. Geld geben. Geld, genau. Nee, liken. Ich muss sagen, dass ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fan von extrem ruhigen und sehr
gemächlichen Typen von Menschen. Aber Lilly hat was Interessantes an ihrer Seite. Wen ich aber viel interessanter finde, ist dieses Mädchen da. Ich finde die richtig heiß, ey. Ernsthaft, die ist cool. Gefällt mir. Danke. Ja, okay. Jetzt wird's seltsam. Okay, wir lassen die Jury-Abteilung. Favorisieren, abonnieren, liken und Geld. Ich will Geld. Achso, nee, das ist falsch. Das geht an mich, gib das Geld. Gib dem Flamingo Geld. Gib dem Flamingo sein Geld. Er braucht das. Er ist ja in der Runde mit Mädchen und John. Und das ist voll, das macht ihn voll fertig. Sieht man doch genau, schon, das hört man doch schon. Kippt gleich vom Stuhl. Okay, hast aber ich denke, an dieser Stelle beenden wir das Ganze und wir können dann... Ich hab nicht sagen dürfen, Sorry. Ich verbeuge mich jetzt, Tammy, und entschuldige mich außerordentlich. Das üben wir nochmal, ne? Ja, also bitte. Ja, ich bin auch auf dieses Mädchen hier gespannt, weil ich sie ja sprechen soll. Bin gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Genau. Ja, sorry, ich war eben, das ist so ein Durcheinander, tut mir wirklich leid. Bitte vergib mir nochmal. Das ist normal, dass ich vergessen werde. Das ist normal, also. Aber ich entschuldige mich ja auch. So, also Part vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit all dem Gelache dazu und so. Ist ja lustig auch, ne? Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Katawa Shoujo mit meinen Gästen. Freut euch drauf. Bis dahin, ciao, sagt euch euer Dreamy.